Herzlich willkommen bei Liquid Nature. Ich bin der Stefan. Ich rede gerne über Aquarien. Magst du dich gleich selbst vorstellen? Ja, gerne. Ich bin der Tobi, Tobias, hier bei Dennerle. Und jetzt sind wir hier in der Base, in der Dennerle Headquarter, im Studio durften wir sogar sonntags ausnahmsweise, ausnahmsweise hineinstehlen. Finde ich gut. Und das dachte ich mir, weil du gerade Zeit hast. Gerne, klar. Reiße ich dich mal in eins unserer Videos. Also hier sind wir jetzt im Lager. Ich glaube, hier findet auch der ganze Versand statt, richtig? Genau, richtig. Coole Sache. Ist ziemlich beeindruckend, ist echt groß. 5000 Quadratmeter haben wir gerade erfahren. Alles ist voll mit Aquarien. Gefällt mir. Jetzt sind wir in der Produktion. Also hier wird dann verpackt und wird auch abgefüllt? Nein. Produziert quasi hier. Wir haben jetzt beim Influencer Day haben wir uns auf die traditionellen Dennerle Cubes konzentriert. Ja. Ein bisschen Aquascaping verbreiten, unser Hobby mit euch teilen, das ist ja irgendwie so unsere Aufgabe am Kanal. Aber jetzt, wo ich dich da habe und du machst ja, erzähl mal, was ist deine Position bei Dennerle? Fangen wir so an. Also ich bin seit Ende 2019 zu Dennerle gekommen. Hier in der Südwestpfalz sitzen wir. Und war halt witzig, weil ich hier genau in dem Dorf, wo das Headquarter von uns ist, bin ich groß geworden. Ich bin hier aufgewachsen. Ja. Und hat es halt gegeben, dass ich hier bin. Und bin jetzt seit Januar für die Abteilung Marketing verantwortlich. Wir kümmern uns jetzt seit geraumer Zeit jetzt um die ganze Umstellung, wo man ja wahrscheinlich schon draußen ein bisschen was sieht. Ja. Also mir sind da schon Dinge aufgefallen, ja, tatsächlich. So steht da so. Genau, also auch die Design, finde ich, hat profitiert, kommt mir vor. Ja. Schaut alles deutlich moderner aus. Also das betrifft leider noch nicht alle Produkte, aber so die interessantesten. Mhm. Und wir haben jetzt auch ganz plakativ eins dahergestellt. Ja. Aber das ist, es ist kein Weißglas. Ja, aber okay, aber es gibt ja auch das finde ich ja eine super Entwicklung. Weißt du was? Ja. Ja, also generell, dass ihr jetzt mehr Richtung schöne Pflanzenaquarien und auch so ein bisschen weg von diesen Cubes, weil das ist das, wofür Dennerle ja bekannt war, diese Nano-Cubes in unterschiedlichen Größen, aber vor allem dieses 30er, oder? Das war der Topseller oder ist der Topseller. Ist auch immer noch eines der beliebtesten Aquarien draußen. Aber jetzt ja auch die, ich kenne die noch als Scapers Tanks, jetzt heißen sie ja Nano-Tanks. Finde ich eine richtig gute Entwicklung, also die haben einfach schöne Proportionen, also viel Grundfläche, nicht so hoch. Super zum Einrichten, gerade für das, was wir machen, für Aquascaping sind die wirklich cool. Und das ist ja die neueste Größe, die es jetzt gibt, ne? 70 Liter. Ja. Ist auch euer größtes Aquarium. Größtes. Ja. Ist noch immer ein kleines Aquarium, aber ist schon ja, ist schon ein richtiges Aquarium, ist kein Nano-Cube. Nee, da kann man viel mit anfangen. Ja, voll. Und die Weißglas-Option gibt es jetzt ja auch für alle Aquarien, oder? Nicht für alle, also für alle Nano-Tanks in 35, 55 und 70 gibt es Weißglas. Okay. Und das beliebteste Cube, 30 Liter, gibt es auch im Weißglas. Okay. Ja. Und die wird es dann auch weiterhin immer in beiden Optionen geben? Weiterhin, ja. Cool. Genau. Aber Sets gibt es nur in der traditionellen Standardglas. Als, ich meine, das muss man. Preis-Leistung, man muss dafür stehen. Genau. Muss man auch verstehen, die Menschen, natürlich, wir wollen für jeden einen optisch Design-Aspekt, einfach den optisch besten Anspruch haben. Aber gerade speziell Weißglas ist halt für die Szene. Ein gutes für Ding. Die Nerds. Für die Nerds. Finde ich gut. Und da muss man klar sagen, die Nerds. Die kaufen auch keine Sets. Genau, ja, die holen sich das Zeug, was sie möchten, was sie cool finden, was sie brauchen und stellen sich ihr Zeug selbst zusammen. Und dann deswegen eher so in diese, hey, wir möchten ja auch den Einstieg gerade mit den Sets in unser wunderbares Hobby ja auch ermöglichen und das auch nach draußen tragen. Ja, und das Weißglas auch für den Einstieg oft ein bisschen zu heftig. Das stimmt. Vor allem, man weiß es ja, wie es das Leih ist, im ersten Moment weißt du und verstehst oder siehst den Unterschied ja auch gar nicht. Man sieht Wenn das leer im Regal steht, gebe ich dir total recht. Genau. Ja, das ist total richtig. Gut, also Aquarien in Weißglas finde ich sind eine richtig tolle Entscheidung. Auch fokussieren zu diesen rechteckigen Aquarien finde ich ist eine richtig gute Entscheidung. Aber ihr macht jetzt ja auch
so ein bisschen Rebranding-Arbeit, dass Sachen alle ein bisschen einheitlicher und schicker werden. Ja. Aber es gibt ja auch viele neue Artikel. Und da bin ich auch, ich war selber ein bisschen überrascht, muss ich sagen, wie viele Artikel ich gar nicht kannte jetzt. Da müssen wir dann eh noch drüber quatschen. Ja, also ich mag da auch noch mehr in den Laden holen, weil das Zeug richtig gut ist. Also auch diese kleinen Cam-Leuchten in unterschiedlichen Wattagen, also in unterschiedlichen Größen. Und Netze, gute Teleskopnetze, finde ich gut, dass da jetzt wieder frischer Wind reinkommt und das Ganze schön und trotzdem funktional ist und das Ganze noch immer eigentlich auch eine Budgetlösung ist. Also ihr seid ja nicht so, nicht Billighersteller, aber auch nicht High-End, sondern in der gesunden Mitte. Genau das. Wo man auch einfach sagen muss, da wir halt einfach auch für jeden was anbieten möchten, vor allem es einfach halten wollten, damit auch jeder da sich gut zurechtfindet und auch ein Erfolgserlebnis hat, mit einer guten Qualität, dann soll es natürlich auch vernünftiges Geld kosten. Ja. Jetzt auch die CO2-Lösung mit dem SodaStream ist auch ein cooler Ansatz. Wie ist das dann? Also SodaStream kenne ich, sowas habe ich auch zu Hause. Aber die Flasche, die man dann, die kauft man bei euch dann mit dem Set. Ne? Genau. Das heißt, ich kaufe mir die Dennerle-Flasche, aber ich kann die dann trotzdem bei uns heißt das Hofer, bei euch heißt das Aldi, einfach gegen eine neue tauschen. Soda-System in dem ganzen Soda-Universum, ist egal wo, kann man sich die Flasche tauschen. Finde ich ein praktisches Konzept und ihr seid damit auch die einzigen, die ich kenne, die das so als Set ready, ohne irgendwelche Spezialadapterlösungen. Genau. Das ist eine coole Sache. Ich denke, auch da müssen wir drüber quatschen, dass wir das in den Laden holen, weil ich bin jetzt immer Verfechter von den traditionellen Mehrweg-CO2-Sets mit diesen Stahlflaschen. Aber immer wieder führe ich Diskussionen im Laden mit den Leuten, wo man die jetzt wieder auffüllen kann oder ob man da extra dafür in den Laden kommen muss und dann wohnen die vielleicht weiter weg und da gibt es irgendwie gar nichts. Und SodaStream kriegt man halt echt an jeder Ecke nachgeschmissen. Das ist super. Ja, also für den Endkunden auf jeden Fall. Okay. Ich denke, das ist echt eine Hilfe. Hm. Ich meine, wir kommen alle, also wir kommen hier aus einer ländlichen Region. Wenn ich jetzt hier eine 2 Kilo Gasflasche filmen möchte, hätte ich echt Probleme. Ich mir vorstellen. Wo hier ist echt nicht viel drumherum. Wir sind hier direkt mitten im Pfälzerwald. Ja, aber es ist eine schöne Gegend. Es ist eine schöne Region. Ich meine, da kommt es ja auch her. Naturverbundenheit, das ist genau das. Ja, das ist cool. Ja. Apropos, also jetzt, da kommt ihr her. Wo geht ihr hin? Also wie sind so die Pläne für... Kannst du uns da ein bisschen einweihen oder ist das zu intim? Nee, ein bisschen natürlich. Ich meine, wir sind als Dennerle, wir sind ein Traditionsunternehmen. Mhm. Wir sind vor vielen Jahren, also 1966, vom Ludwig Dennerle gegründet worden. Sind jetzt die beiden Brüder leider jetzt schon seit ein paar Jahren verstorben. Aber dieser Vibe, weil auch wir haben viel Mitarbeiter hier, die die komplette Laufzeit hier sind, schon seit über 30 Jahren. Okay. Ich glaube, das Älteste ist jetzt 31 Jahre hier. Mhm. Und da schwingt halt dieses ganze Familiäre, dieser Kerngedanke, wo die Firma gegründet wurde. Weil die Leute haben natürlich gelernt bei Ludwig Dennerle und die Inspiration dahinter, das schwebt hier noch mit. Und das ist auch unser Anspruch, den wir haben, wo wir sagen, okay, wir sind eigentlich da, diese Schnittstelle zwischen Kunde und Natur. Mhm. Und einfach dieses Stück Natur, so stelle ich mir das immer, dieses Stück Natur aus der Natur nehmen und für sich zu Hause platzieren. Und das ist genau da, wo wir ins Spiel kommen und unterstützen möchten. Okay, aber das heißt ja, du bist in der Firma dann der Neue, oder? Der Neue, absolut. Wirklich? Ja, klar. Ich muss auch ehrlich dazu sagen, ich habe, bis vor ich hier angefangen habe, mit dem Thema Aquarium eigentlich gar nichts zu tun gehabt. Ach echt? Aber ich bin so schnell in das Thema, oder bin verfallen in dem Thema, weil es einfach sowas Faszinierendes ist, dieses kleine Ökosystem in dem Glaskasten drin. Ja. Das ist schon ein verdammt cooles Hobby. Das stimmt. Ja. Bin ich ganz bei dir. Ja. Aber du hast uns jetzt gar nicht erzählt, wo das hin soll. Also du hast das jetzt sehr politisch beantwortet. Ja. Magst du uns da? Also, ich meine, das ist ja aber genau das, was das alles triggert am Ende vom Tag, sage ich mal. Ja. Sag mal, dieses, ich will es jetzt nicht hohes Ziel nennen, aber dieses Ziel mit, man möchte dem Kunden die Natur näher bringen, vor allem halt so funktionabel, dass es für den Kunden auch einfach ist. Wir haben halt diesen extrem hohen für uns, also für meinen Geschmack extrem hohen Qualitätsanspruch. Und das kombinieren wir in der Situation, weswegen auch das Rebranding hier so in der Form stattfindet, so sagen, hey,
Wir möchten nicht einer von den ganz vielen Kleinen sein, nur Hauptsache viel und knallig. Und davon gibt es ja genug. Nein, kennt man ja, egal wo man hingeht, die bekannten Farben, Rot, Gelb, alles was knallt. Nee, da wollen wir gar nicht hin. Einfach zu sagen, hey, wir möchten was Gutes, Einfaches, ein System, wo wir jetzt auch bei uns in der Produktentwicklung hinarbeiten, zu sagen, es soll einfach verständlich sein für den Kunden. Ja. Es muss also schlankes Sortiment. Genau. Da passen wir an. Ich meine, das ist natürlich ein Prozess, der lange dauert. Ja, klar, es geht nicht von heute auf morgen. Ich meine, als fast Vollsortimentanbieter, es ist halt eine Menge. Ja. Weil es ist ein komplexes Hobby, was wir haben. Genau, einige Dinge braucht man ja auch einfach, das stimmt. Und das haben wir jetzt angestoßen letztes Jahr. Jetzt mit nicht nur dieser Optikanpassung, sondern einfach auch zu sagen, okay, wir gucken jetzt, wenn wir jetzt an das Thema gehen, wie bereiten wir das alles optisch auf? Durchleuchten wir jedes Sortiment, das wir haben und gucken uns an, wie können wir es besser machen? Cool. Und da gucken wir einfach genau auf den Kunden, die wir haben und versuchen, jedem das zu bieten, was er auch möchte und braucht. Also ich bin gespannt. Wir müssen uns heute sowieso nochmal zusammensetzen. Ja. Ich glaube, ich muss nochmal diese ganze Produktmappe ein bisschen durchforsten. Gerne. Anscheinend bin ich da gar nicht so im Bilde, wie ich dachte, dass ich bin. Da müssen wir dran arbeiten. Lass ich mich gerne belehren, ja voll. Und ansonsten bedanke ich mich erstmal bei dir für deine Zeit und für das Wochenende. Ich war froh, dass ihr da wart. Es war ein cooles Wochenende. Es waren viele coole Leute da. Ja. Ich denke, jeder hat da so ein paar Facetten kennengelernt von allem. Mhm. Jeder hat seine Impressionen mitgenommen. Ich meine, das seht ihr auch alles auf Insta. Wir werden das auch auf mehrere Teile, denke ich, cutten. Und ich fand es auch wieder mal spannend, wie unterschiedlich wieder die Wahrnehmung und auch die Herangehensweise an seine Projekte ist. Es ist immer wieder spannend, dass wir alle das gleiche oder mehr oder weniger das gleiche Hobby betreiben und jeder das ganz anders an sich ranträgt, aber auch sich ganz anders inspiriert, so wie der Ben, der alles aus Filmen zieht, auch geil. Er ist ein klasse Typ. Voll. Ja. Na, fand ich richtig spannend. Ja. Also ich freue mich aufs nächste Mal. Danke fürs Dabeisein jetzt. Ja, danke, dass ihr da wart. Und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren und auch die Glocke zu aktivieren, dass ihr immer am Laufenden bleibt. Und schaut auch bei Daniel rein. Wir sehen uns. Hey. Danke, Baba. Ciao.